Weißt du schon, wie schön das klingt? Ein alter Mann, der leise singt. Wenn Tränen fragen, drunter rollen, ob sie Trauer oder Glück sein soll. Und Dunkelheit, die ganz bestimmt verschwindet, wenn ein Tag beginnt. Das alles, alles zeig ich dir, damit wir heute sind und hier. Deshalb brauch ich meine Arme, dich zu tragen, meine Augen, dich zu sehen, meine Stimme, dir zu sagen, dass ein Wunder mir geschieht. Um mein Herz, um dir zu schlagen, meinen Weg. Hallo, liebste Wesen. Willkommen in der Gegenwartszeit. Man erkennt daran, dass es die Gegenwart ist, dass mein Kühlschrank hinter mir brummt und ich Eiskaffee habe. Und zwar gibt es so viele Dinge, die ich euch gerne sagen möchte, die jetzt gerade wichtig sind. Ich habe nämlich hier gerade mal einen kleinen Plan gemacht. Ich liebe Bleistift und Papier. Immer wenn ich einen Bleistift in der Hand habe, kommen mir ganz viele Gedanken und Ideen und ich habe sofort das Gefühl, dass sich das Chaos in meinem Kopf legt und ordnet. Und ich habe hier mal die ganzen Termine aufgeschrieben, die im kommenden Monat anstehen und die möchte ich euch sehr gerne erzählen, damit wir uns da treffen können, wenn ihr möchtet. Und zwar werde ich vom 9. bis zum 13. August auf einem kleinen holländischen Festival mit dem Namen Soul Steps sein. Das ist in Üffelte bei Drenthe, das ist direkt bei der Grenze, ungefähr auf der Höhe von Bremen, nur auf der holländischen Seite. Und das ist ein total süßes, kleines Festival mit Musik und kleinen Workshops und so weiter. Dort werde ich spielen und zwar am 13. August. Und dann geht's weiter zu einem anderen Festival, das heißt Healing Garden Festival und das ist in Zeewolde, das ist auch in Holland, so ziemlich in der Mitte davon. Das Festival findet auch das ganze Wochenende statt, allerdings werde ich nur am 14. da sein. Ich würde dieses Festival, das Healing Garden Festival, als ein bisschen wilder beschreiben. Dort gibt es einen kleinen See, wo man schwimmen kann. Ich habe schon mal vor 2-3 Jahren dort gespielt und hatte kurz das Gefühl, ich bin im Paradies, weil dort lauter nackte, wunderschöne Menschen rumsprangen. Ich meine, es gibt auch eine Sauna, Kakaozeremonien, Atemtherapien. Ja, und am Sonntag ist quasi so das Finale. Ein Freund von mir mit dem Namen Bravon wird auflegen zu einem Ecstatic Dance Set. Davor spiele ich ein Konzert und nach dem Ecstatic Dance gibt es ein Sound Healing. Ich freue mich. Also am 13. spiele ich in Soul Steps und am 14. auf dem Healing Garden Festival. Alle Termine schreibe ich natürlich in die Infobox, keine Sorge. Es geht weiter. Vom 17. bis zum 21. August spiele ich auf dem Familienaufstellungsretreat. Das ist in einem wunderschönen Schloss, Kasteel de Bergt. Und zwar in Barlo, das ist nicht so weit weg von Köln. Und dort gibt es eine ganze Woche lang Familienaufstellungen von einem Meister der Familienaufstellung mit dem Namen Hilke Bonnemar. Und es ist extrem intensiv. Ich hatte mal ein Video darüber gemacht, dass ich eine sehr, sehr, sehr berührende Aufstellung gemacht hatte zum Thema Mutterwerden. Wenn ihr möchtet, verlinke ich euch mal das Video hier drunter. Das ist extrem aufwühlend gewesen. Und ja, jedes Jahr, wenn ich dort bin, ich bin jetzt schon das dritte Jahr in Folge dort, passiert irgendetwas Krasses, Intensives. Ich freue mich schon total, dieses Jahr wieder eine Schicht tiefer einzutauchen. Und es ist eine wahre Freude, ja, dort musikalisch mitzuwirken. Ich bin schon gespannt, wann mein Konzert ist. Ich weiß es gar nicht ganz genau, weil ich die ganze Woche dort bin. Es macht einen totalen Unterschied, ob man am ersten oder am letzten Tag oder irgendwo mittendrin spielt, weil es ein bisschen eine Reise ist. Alle sind in so einem Spaceship und verändern sich total. Man selber auch mit eingeschlossen und man wird so total tender, irgendwie so ganz, ja, man bricht so auf und wird so ganz sanft und das ist extrem schön, in diesem Zustand selber zu spielen und auch in diesem Zustand für andere zu spielen, die auch in diesem selben Gefühl drin sind. Darauf freue ich mich schon total. Ja, und dann möchte ich euch einladen zu etwas besonders Feinem. Dieses Festival ist vielleicht das kleinste und schnuckeligste von allen. Es gibt also sehr, sehr viel Raum für und Mutting für Treffen. Und zwar ist das Festival geht vom 19. Wir sind immer noch im August, 19. August bis zum 23. August. Und das ist das Lebensfreude, Lebensfrüchte. Versucht es mal zu sagen, das ist gar nicht so einfach. Lebensfrüchte.
Lebensfrüchte-Festival. Das ist auch wieder in Uffelte. Und zwar, so wie das Soul Steps, ist das in einem total süßen kleinen Bauernhof. Wer mir schon etwas länger folgt, der hat ja bestimmt schon mal in einigen Videos gesehen, dass es auch gleichzeitig so ein Tango-Hotspot, ökologischer Campingplatz, Bauernhof mitten in der Natur. Es ist ein total schönes, großes Haus mit einer großen Wiese, ein echtes Raumschiff in dieser Zeit, mit allen möglichen Beeren, Büschen und Hühnern und wirklich, wirklich schönen Menschen, Jurten, Zirkuswägen, ein wirklich alternatives Zentrum. Und dort gibt es dieses Festival, ein ganz kleines. Es kommen ja so zwischen vielleicht 20 und 50 Menschen. Also es wird wirklich schnuckelig. Und es sind sehr, 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 sehr schöne Konzerte. Also bei diesem Festival gibt es natürlich nur eine Bühne. Alle Menschen kommen am Abend zusammen, wenn es schon etwas kälter ist, am Feuer, im großen Saal. Es gibt viel Raum, sich selber zu präsentieren. Es gibt eine offene Bühne. Es gibt viel Möglichkeiten, miteinander zu singen. Das ganze Festival wird geleitet von Erik Höhle. Es ist ein Freund von mir, der Pianist ist und wahnsinnig schön Sati spielt und der auch viel Stimmenbefreiung leitet. Ja, und dort spiele ich am 23. Am 23. August spiele ich dort ein Konzert. Und auf diesem Festival wird auch sein Praful, den kennt ihr auch, mit dem habe ich Drink From Me aufgenommen. Und Francesca. Ich weiß nicht, ob ihr Francesca kennt. Wenn nicht, tue ich auch mal den Link zu ihr in die Beschreibungsbox. Wenn ihr mich mögt, werdet ihr auch Francesca mögen. Sie ist quasi meine, meine Gegenpol-Schwester. Ist ganz witzig. Wenn wir nebeneinander stehen, sehen wir aus, als würden wir vom selben Planeten kommen. Aber eines Schneeweißchen und die andere ist rosenrot. Francesca spielt Harfe. Und hat eine wunderschöne Stimme, kommt aus Italien, ist eine italienische Elfe und sie wird auch dort sein. Und ich hatte schon mal einen Song von ihr in eine meiner Adventskalender-Playlists getan. Ja, auch wenn das Festival vom 19. bis zum 26. geht, kann man sich selber aussuchen, an welchen Tagen man kommen möchte. Man kann schon Tickets kaufen auf 2 Tagen. Ihr könnt ja dann, wenn ihr möchtet, so kommen, dass ihr am 23. auf jeden Fall da seid. Dann sehen wir uns. Es kann dort gezeltet werden. Man kann aber auch irgendwie ein Zimmerchen oder ein kleines Tiny House mieten. Und das wird sehr, sehr, sehr schön. Und dann kommen natürlich eigentlich die Pia-Konzerte. Und das eine war ja am 24. August in Köln und das andere am 27. August in Berlin. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, dass einige Wesen erschrocken waren darüber, dass das Geld zurückgeschickt wurde. Das Berlin-Konzert und auch München, auf dem ich ja aber gar nicht gespielt hätte, wurden leider beide abgesagt. Aber die gute Nachricht ist, das Köln-Konzert bleibt weiterhin bestehen. Das heißt, von der kleinen Deutschland-Tour, die Pia machen wollte, gibt es jetzt nur noch das eine Konzert in Köln, wo ich auf jeden Fall noch vor Wien sein werde. Das ist der 24. August, ein Mittwoch in Köln in der Lutherkirche. Falls ihr das noch nicht wusstet und ihr kommen möchtet, könnt ihr gerne das Ticket kaufen. Das findet ihr in der Beschreibungsbox. Es gibt am Tag vorher auch noch einen Gesangsworkshop. Ich glaube, der wird sehr, sehr interessant. Ich bin auch total traurig darüber, dass das Berlin-Konzert gecancelt wurde. Ich hatte mich schon total darüber gefreut. Habe auch schon einige Nachrichten bekommen, ob irgendwas mit mir nicht, ob ich krank bin. Nein, ich bin ja nur Vorband. Selbst wenn ich irgendwie krank wäre oder irgendetwas, würde das Konzert natürlich trotzdem stattfinden. Es ist ja Pias Konzert. Ich mache ja nur quasi das Warm-up. Das musste aus persönlichen Gründen, die nichts mit mir zu tun haben, leider abgesagt werden. Aber desto schöner wird Köln. Also hoffe ich, dass wir uns dort sehen. Ich werde mich noch darum kümmern, dass wir Wesen uns irgendwie treffen können. Ihr euch vielleicht davor und wir alle danach, wenn ihr mögt. Und irgendwie die Nacht zum 25. irgendwie gemeinsam verbringen. Da hört ihr noch von mir. Wow, jetzt ist das hier ein reines Sommerfestival-Video geworden. Ich möchte euch mal 2 weitere Termine sagen, dann bin ich auch durch mit den Festivals. Ich freue mich aber, dass ich das so viel spiele. Das macht mich total glücklich. Ja, und dann gibt es noch ein ganz besonders schönes Festival. Dieses Festival heißt Het Grote Fijne Zomerfeest. Und das heißt das große, schöne Sommerfest. Und dieses Festival geht total lange, vom 31. August bis zum 11. September. Es ist an einem sehr, sehr schönen Platz, ich glaube bei Ottermeer.
Ich tue euch die ganzen Links aber noch in die Beschreibungsbox. Ich werde dort ein Soundhealing und Konzert spielen am 10. Ich war schon mal vor 2 Jahren dort und ich fand, dass dieses Festival ein sehr junges und dynamisches Festival war mit sehr, sehr schönen, strahlenden Menschen. Man kann auch wieder schwimmen gehen. Es wird auch viel Nackedei reingehüpft ins Wasser. Es gibt auch Sauna, total leckere Drinks, super leckeres biologisches Essen, Soundhealing, Mantra singen, Jam Sessions, total schöne Konzerte und es ist einfach ein wahnsinnig schöner Platz wie im Paradies und ich freue mich dort am 10. September zu spielen. Ja, und jetzt bin ich auch fast durch mit den Festivals. Es gibt noch ein letztes Festival diesen Sommers und zwar ist das vom 12. September bis zum 18. September. Und das ist ein Festival wieder von Erik Wehle, von dem auch das Lebensfreude-Festival ist. Es ist auch wieder an diesem wunderschönen biologischen Zentrum, Ökodorf, Campingplatz, Tango-Hotspot, an dem auch das Lebensfreude-Festival ist. Und anders als bei dem Lebensfreude-Festival, wo ich ja nur den einen Tag von meinem Konzert und vielleicht noch die Nacht davor da bin, bin ich hier etwas länger da, weil ich Zeit habe. Und zwar werde ich wahrscheinlich vom 12. Bis zum 16. da sein. Am 16. wird mein Konzert dort sein. Und dieses Festival heißt Soul Singing und Soul Dancing Festival. Und dort spielt auch wieder meine Freundin und Schwester im Geiste, Francesca, Fralalei auch genannt. Ich freue mich schon sehr, sie dort zu sehen. Ja, und das sind die ganzen Festivals. Ist vielleicht nur noch ein kleiner Tipp für alle Menschen, die gerne malen und Yoga machen und nicht weit von der Eifel wohnen. Einige wissen jetzt vielleicht schon direkt, was ich sagen möchte. Haltet euch doch vielleicht das Wochenende, das lange Wochenende vom 30. September bis zum 3. Oktober frei. Der 3. Oktober ist ein Montag, aber es ist Feiertag. Nur als kleiner Tipp, vielleicht kommt da in den nächsten Tagen noch eine kleine süße Info für euch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr das Ohr abgequatscht. Es war mir einfach wichtig, euch zu erzählen, wo ich mich diesen Sommer so rumtreibe, damit wir uns noch sehen, bevor der Winter kommt. Es gibt auch noch einige wenige vereinzelte kleine Wohnzimmer-Underground-Konzerte im Herbst nach diesen ganzen Festivals. Das erzähle ich euch wahrscheinlich im nächsten Video. Jetzt bin ich total gespannt zu lesen, ob ich euch auf den Festivals in Holland sehe, ob ihr Lust habt auf einen kleinen Trip. Vielleicht mögt ihr ja mit einem Zelt und mit einem Fahrrad kommen und auf einem wunderschönen Fahrradweg durch Sonnenblumenfelder anreisen. Ich kann all diese Festivals, von denen ich gerade gesprochen habe, wirklich so sehr empfehlen. Ich bin auf keinem dieser Festivals zum ersten Mal. Ich weiß, wovon ich rede. Die sind alle wirklich sehr, sehr besonders und sehr unterschiedlich voneinander. Ihr könnt gut und gerne auf 2, 3 Festivals kommen und werden eine komplett andere Experience haben. Vielleicht habt ihr ja Lust, so wie ich, eine kleine Holland-Tour zu machen und auf mehrere Events zu kommen. Es sind allesamt wirklich sehr spirituelle Veranstaltungen, sehr achtsam, mit viel Kakao, mit viel Liebe, mit viel Singen, mit viel Herz öffnen. Die holländischen Festivals haben eine ganz besondere Note und ich freue mich schon total auf diesen gesamten August, den ich in der holländischen spirituellen Szene schwelgen darf. Und vielleicht sehe ich euch ja auch dort. Vor 2 Jahren habe ich auf diesem total schönen Bio-Bauernhof-Campingplatz-Tango-Hotspot ein Wesen getroffen, was zu einem Konzert kommen wollte. Und es hat ihr dort so gefallen, dass sie noch weit über das Konzert hinaus geblieben ist und zu vielen anderen Events noch angereist ist und jetzt quasi zur Hälfte an diesem Ort wohnt und immer wieder mit kleiner Arbeit aushilft. So kann das passieren und sich das Leben verändern. Ich höre so viele schöne Sachen, was sich alles verändert hat, seit Wesen irgendwie andere Wesen treffen und auf Konzerte kommen. Ja, und dazu muss ich euch noch sagen, der Butterfinger, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, er trägt einen kleinen goldenen Buttermond. Buttermond! Und ich komme gerade vom Herzberg-Festival. Ich habe natürlich auch Videos gemacht, die kommen später. Es war magisch. Meine Haare sind noch voll Erde, meine Füße noch voll Tanz und es war wirklich magisch. Ich habe so viele Butterfingerchen getroffen und so viele Wesen. Es war so berührend. Ich glaube, ich wurde noch nie so oft angesprochen. Es war sogar noch viel öfter als in Mexiko. Ich wurde so oft angesprochen auf meine Musik und auf meine Videos. Und ich habe so viele Wesen getroffen. Das hat mich so glücklich gemacht. Und ich werde das mit dem Butterfinger beibehalten. Und ich werde einfach den Butterfinger in die Welt tragen und überall nach Wesen suchen. Und macht mir doch gleich, wenn ihr möchtet. Und dann bilden wir eine Wesenkolonie und vernetzen uns überall, wo wir sind und treffen überall die Menschen, die so ticken wie wir. Ich glaube, der Butterfinger oder auch Inski Pingi genannt,
wird für mich fester Bestandteil sein. Ich werde nie wieder nackig gehen. Ich durfte Zeugin davon sein, wie sich auf dem Herzberg so viele Wesen miteinander vernetzt haben. Im Publikum saßen immer wieder Leute und haben mit dem kleinen Finger gewunken oder haben Butterfinger von Weitem gerufen. Ja, es ist einfach wahnsinnig schön und ich möchte das einfach auch außerhalb des Herzberg-Festivals weiter in die Welt tragen. Also würde ich mich so freuen, wenn ihr mitmacht und wenn wir einfach uns über den Butterfinger vernetzen. So ein kleiner Punkt. Und so viel Bedeutung über wer wir sind und wofür wir stehen und ja, wie ähnlich wir uns Wesen alle sind. Also ich hoffe, diesen Sommer noch ganz viele weitere Butterfinger zu treffen und ich freue mich wahnsinnig, euch kennenzulernen. Ja, und jetzt muss ich hier mal langsam ans Editieren gehen. Es kommen noch so viele Videos. Ich habe noch total spannende Sachen euch zu zeigen und zu erzählen. Es sind so aufregende Sachen passiert, das glaubt ihr gar nicht. Angefangen von dem ganzen Wiederaufbau meines Schneckenhauses, wie das alles gekommen ist, bis hin zu meinen ersten Yoga-Workshops, die ich geleitet habe. Ein riesen spannender Trip nach Norwegen, in dem ich für ein Musikvideo echt verbotene Dinge gemacht habe. Und so viele andere schöne, spannende Sachen. Das wird ja alles in den nächsten Wochen kommen. Ich bin fleißig dabei, hinterherzukommen mit den Videos und freue mich auf die nächste Woche, wenn es hier weitergeht mit kleinen Abenteuern. Schreibt mir doch mal so gerne in die Kommentare, ob ihr zu einem von diesen holländischen Festivals kommen werdet, ob ich euch irgendwo sehen werde, ob ihr schon mal auf einem dieser Festivals wart, ob ihr Holland auch so gerne mögt wie ich, ob ihr euch schon den Butterfinger gemalt habt und schon andere Wesen getroffen habt, ob ihr dieses Jahr auf dem Burg Herzberg Festival wart und ob wir uns dort vielleicht sogar getroffen haben oder ihr euch vielleicht gar nicht getraut habt, mich anzusprechen. Ich freue mich so sehr, von euch zu lesen. Küsse euch von Herzen und bis ganz bald in Holland. Tschüss.